Wen soll man jetzt eigentlich wählen zur Europawahl? Darum soll es hier in diesem Europawahl-Spezial bei mir auf dem Kanal gehen. Nämlich anlässlich dieser ganzen Scheiße, kann man ja sagen, rund um die Upload-Filter, Artikel 13/17 und so weiter. Will ich jetzt nicht hier wieder weiter aufwärmen, aber für mich hat es gezeigt, dass manche Parteien, insbesondere CDU und SPD, nicht wählbar sind, weil sie weder nach den Interessen des Volkes handeln, noch nach ihren eigenen Überzeugungen handeln, sondern einfach nur von irgendwelchen Lobbyisten getrieben sind. Und deswegen ist jetzt die Frage, wen wählen wir denn am 26. Mai zur Europawahl? Also ich spreche das jetzt aus deutscher Sicht an, deswegen sage ich 26. Mai. Wenn ihr in einem anderen europäischen Land, anderen EU-Mitgliedstaat seid, dann kann es sein, dass die Wahl sogar vielleicht schon am 23. Mai stattfindet. Also die finden im Zeitraum 23. bis 26. Mai statt. Informiert euch da bitte. Und für Deutschland ist es der 26. Mai. Und Leute, das wird jetzt ein irre langes Video. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit vorm Fernseher sitzen und uns zugucken. Da gibt es nämlich gar nicht so viel zu sehen. Sondern ihr könnt das Video so nebenbei laufen lassen oder zum Einschlafen hören oder so, ja. Man könnte das eigentlich auch wieder als Podcast rausbringen, ja. Können wir ja auch machen, so als MP3-Datei zum Runterladen. Ja, also wir erzählen jetzt ein bisschen was über Politik und das ist was zum Nebenbei hören. Also nicht erschrecken, dass das Video so lang ist heute. Ja, wer steht denn überhaupt zur Wahl? Hast du da eine Ahnung? Als erstes die ganzen Altparteien, die kennst du ja auch, CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD, die Die Linke Linke, AfD, und so ein paar kleine Parteien auf jeden Fall na gut, auch. AfD ist keine Altpartei. Okay. Tierschutzparteien, einige, also mehrere Parteien, die sich für Tierschutz einsetzen, gibt es und so weiter. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung. Da gibt es eine Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung und da stehen alle 41 Parteien und Wählervereinigungen, die bei der Europawahl zur Wahl stehen. Ja? Grüne. CDU und SPD, Quatsch, CDU und CSU machen gemeinsames Programm diesmal. Graue Ja? Panther. Ja, Graue Panther und die Grauen und nicht verwechseln. Also viele heißen auch ähnlich, da muss man echt Die aufpassen. gibt es doch gar nicht mehr, die grauen Panther. Doch, Ja? ja, die treten auch an. Also Link ist unten in der Beschreibung. Wer steht zur Wahl? Ja, dieser Link ist unten in der Beschreibung, da könnt ihr mal reingucken. Aber ich habe euch jetzt mal so ein paar Empfehlungen mitgebracht. Ich habe jetzt mal geguckt, welche Parteien sind denn so, dass ich sagen würde, ich hätte keine Bauchschmerzen damit, wenn ihr die wählt. Ja? Also mal als kleine Tipps. Und ich kann euch gleich sagen, es gibt sehr wenig. Sehr wenig. Ja, ich habe ein paar gefunden. Zunächst einmal, wie Naja. funktioniert das alles? Wir haben da so einen Stimmzettel, irgendwie so ein Meter Papier oder so. Da stehen dann 41 Parteien drauf. Mit dem Die großen Kreis. Stimmzettel, die unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland teilweise, ja, weil es nämlich so ist, das ist eine Listenwahl. Das heißt, ihr wählt mit einer einzigen Stimme eine Partei. Und dann stehen da Namen in dieser Liste, dieser Partei. Und das funktioniert also so, dass die Person, die da als erstes genannt ist, die kommt, wenn die Partei genug Stimmen hat, um ins Parlament zu kommen, bekommt diese Person einen Sitz. Und wenn die Partei dann nochmal so viele Stimmen hat, dass es für den zweiten Sitz reicht, dann kommt die Person von der Nummer 2 in der Liste ins Parlament. Es sei denn, es würde jemand verzichten, dann rückt man eben nach aus dieser Liste, entsprechend der Reihenfolge. So ist das gedacht. 705 Abgeordnete soll das Europäische Parlament dann haben, wenn wir alle gewählt haben in Europa. Und da entsenden so die einzelnen Mitgliedstaaten, je nachdem wie groß sie sind, zwischen 6 und 96 Abgeordneten. Ja, 705 Abgeordnete gilt es also zu wählen und das will ich noch vorweg schicken. Ich finde dieses Wahlsystem, das wir haben, hier nicht mehr zeitgemäß. Dass ich mich jetzt für eine einzige Partei entscheiden muss und die soll dann für mich ins Europaparlament ziehen. Ich finde eigentlich, gerade weil wir so Parteien haben, die sich teilweise nur für einzelne Bereiche interessieren, ja, vorwiegend. Die Tierschutzparteien, nenne ich sie jetzt mal, was mehrere gibt, die kümmern sich halt um Tierschutz, ja. Wieder andere Parteien kümmern sich um Demokratie und die Änderung der Demokratie und solche Sachen. Und wenn ich jetzt sage, ich finde aber mehrere Sachen gut, dann wäre es eigentlich gut, wenn ich mehrere Stimmen hätte oder meine Stimme splitten könnte und irgendwie sagen könnte, 0,2, also ein Fünftel meiner Stimme gebe ich der Partei, zwei Fünftel gebe ich der, ein weiteres Fünftel gebe ich der und so, ja. Also bis hin zu fünf Fünfteln dann eben. Also das fände ich eigentlich besser. Und dann wäre es auch gut, wenn man Parteien aus anderen Ländern wählen könnte. Denn es ist ja sowieso ein und dasselbe Parlament, ja. Und wenn ich jetzt meine, dass irgendein Franzose gute Politik macht, warum soll ich diese Partei, wo der auf Nummer 1 der Liste steht oder so, warum soll ich die nicht reinwählen dürfen ins Europäische Parlament? Also ich denke, wir brauchen eine Wahlrechtsreform, Aber aber jetzt. die Türken dürfen ja auch hier den Erdogan wählen, von hier aus.
Ja, aber das ist ja was anderes. Die wählen ja für ihren Staat, in dem sie Angehöriger sind. Aber ich bin halt als Deutscher, kann ich halt nicht eine französische Partei wählen, obwohl wir alle in einem Boot sitzen mit Europa. Also das finde ich nicht gut. Aber um sowas zu ändern, müsste man natürlich auch erstmal vielleicht das Europäische Parlament dazu bringen, dass es möchte, dass es geändert wird und dass es solche Initiativen einbringt. Und deswegen ist wichtig, wen wir wählen. Und jetzt haben wir leider nur diese eine Stimme. Jetzt könnt ihr euch höchstens mit euren Nachbarn absprechen, so nach dem Motto, ich will die, dann willst du bitte die und keine Ahnung. Aber hier kommen meine Empfehlungen. Jetzt wird's spannend. Also zunächst einmal habe ich rausgefunden, achso, das wollte ich ja noch vorweg schicken. Tendenziell finde ich das besser, mal kleinere Parteien zu wählen, denn wir haben diesmal keine 5%-Hürde oder sowas, sondern jede Partei, die genug Stimmen zusammenbekommt, um einen Sitz zu kriegen, kriegt dann auch diesen einen Sitz. Es ist also nicht so, dass dann bestimmte Sitze nicht besetzt werden, weil die Partei nicht wenigstens 5% der Stimmen bekommen hat oder so. Das ist diesmal nicht so. Das heißt, auch kleinste Parteien haben eine Chance. Und das ist jetzt auch unsere Chance, mal vernünftige Leute da reinzuwählen in das Parlament. Und diese Chance, die sollten wir auf jeden Fall nutzen. Ja? Und ja, wen habe ich denn da so entdeckt? Die Humanisten. Ja? Die Humanisten könnte man vielleicht wählen. Das ist eine Partei, die sich an Vernunft orientiert und eben nicht an Populismus. Ja, also die möchte keinen Populismus, sondern die möchte sich an Fakten orientieren. Die prüft, ob Sachen wissenschaftlich begründet sind, was eben sinnvoll wäre umzusetzen, und das setzen sie dann um, egal was irgendwelche Populisten sagen. Aber was hältst du denn, das ist nämlich das Problem, was ich bei den Humanisten sehe, also ihr müsst es ja nicht als Problem sehen, ich sehe das ein bisschen als Problem, die wollen die EU stärken, aber so weit stärken, dass es zu einer Bundesrepublik Europa kommt, die dann auch eigene Ministerien hat und sowas. Also die wollen praktisch Europa zu einem Staat machen. Bundesrepublik Europa oder sowas wie Vereinigte Staaten von Europa. Wie stehst du denn dazu? Ja, sag mal so, wir sind ja schon fast dran eigentlich, ne? Mit der EU. Oh. Nö, ich finde, wir sind also, da weit entfernt von. Die Grenzen sind ja sowieso offen. Ja, das stimmt. Also von daher. Aber wir haben eben keine gemeinsame Repräsentation. Wir haben nicht ein EU-Außenministerium, das mit den anderen verhandelt, sondern das sind immer die einzelnen Staaten, die dann zusammen auftreten. Also ihr müsst mir das verzeihen, ne? Ich bin jetzt kein Dümmling oder sowas in der Richtung, aber ich bin sehr kritisch. Ich würde auf jeden Fall mittig wählen, aber eben halt, ich habe mir jetzt deine hier, dazu kommen wir noch, zu der Partei, die nennt er ja auch noch. Ja, die ÖDP wäre nämlich die nächste, die ich empfehlen würde. Die sagen von sich selber, sie sind weder links noch rechts, sie sind also irgendwo in der Mitte und sie sind vor allem ökologisch. Ja, aber die haben die Aussage gemacht, sie sind gegen rechts. Und das ist schon wieder falsch für einen, der mittig ist. Warum? Weil wenn ich mittig bin, unparteiisch oder so, also unparteiisch kann ich nicht sein, wenn ich in der Partei bin. Eben. Aber dann kann ich nicht sagen, ich bin gegen links oder rechts. Weil wenn ich sage, ich bin rechts, bin ich ja automatisch links. Verstehst du? Nee. Ja, aber es kommt so rüber. Ja, es gibt keine Mitte mehr. Das ist das Problem. Die CDU ist so weit nach links gerückt und die AfD, die steht so weit rechts, dass es eigentlich gar keine richtige Mitte mehr gibt. Also jedenfalls nicht unter den größeren Parteien. Das ist das Problem an der Sache, ja. Und deswegen würde ich sagen, ÖDP ist auf jeden Fall eine ernsthafte Alternative. Und zwar wollen die zum Beispiel einen ökologischen Fußabdruck als Kennzeichnung aller Waren und Leistungen, um die Klimabelastung der einzelnen Produkte deutlich zu machen. Ja? Deswegen Fußabdruck. Eben. Ja, Fußabdruck, Leute. Das ist nämlich so, also wenn du jetzt irgendeine Ware kaufst, ja, irgendwelche Weintrauben aus Indien, und die sind vielleicht 20 Cent günstiger pro Kilogramm als die Weintrauben aus Spanien, dann kannst du doch, wenn du im Supermarkt jetzt eine Kaufentscheidung treffen willst, überhaupt nicht abschätzen, ob das jetzt für die Umwelt besser ist, wenn du die aus Indien oder die aus Spanien kaufst, weil du ja auch nicht weißt, wie die spanischen transportiert wurden oder was auch immer, ja. Und wenn man da so Angaben dazu hätte, welchen ökologischen Fußabdruck die Ware hat, die ich jetzt kaufen will, dann könnte ich auch im Sinne der Umwelt eine Entscheidung treffen. Das
sind aber nur so kleine Details. Ja, ich will hier auch nicht, also ich will hier nicht die ganzen Parteiprogramme vorlesen. Nee, das ist klar. Das sind so die Sachen, die ich interessant fand, die ich hier anspreche aus dem Parteiprogramm. Natürlich stehen die Parteien für mehr. Ja, auch die Humanisten stehen ja für mehr als nur für Bundesrepublik Europa. Ja? Müsst ihr mal in deren Parteiprogramm gucken. Ich verlinke übrigens die Parteiprogramme derer, die hier im Video von mir empfohlen werden, die verlinke ich unten und da könnt ihr euch dann die anderen Programmsätze noch durchlesen. Jetzt gibt es doch bestimmt von deinen Zuschauern auch ein paar Leute, die so Migration und so vielleicht nicht so toll finden. Kann ich auch verstehen, ist nicht alles gut. Ja, aber liest man immer mal in Kommentaren auch. Die Sache ist ja bei den Humanisten, ne? Ja. Die ja eine, ich sag mal, das ganze Europa ja zum Staat machen wollen. Ja. Was wird denn dann mit den Arabern? Wir sind ja keine Europäer. Sind das dann Gäste für uns? Ja. Naja, so wie bisher auch. Also du stülpst quasi einen dritten Staat oben drüber. Also wir haben ja in Deutschland die Bundesländer, die sind ja Staaten und die sind in einer Bundesrepublik. Die Bundesrepublik Deutschland, das ist ein Staat über diesen 16 kleineren Staaten. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, über die anderen Staaten, Frankreich, Italien und so weiter, stülpt man jetzt noch einen Staat auf der dritten Ebene sozusagen. Und das wäre die Bundesrepublik Europa. In der ist dann gewissermaßen Deutschland Mitglied und jetzt Brandenburg beispielsweise ist ja Mitglied von Deutschland und deswegen wäre Brandenburg eben auch Mitglied der EU. Aber Ansprechpartner für die Bundesrepublik Europa wäre wahrscheinlich dann nur die Bundesrepublik Deutschland. Also es ist nicht so, dass die mit jedem kleinen Staat da einzeln sprechen, sondern Deutschland vertritt halt seine 16 Bundesländer und den Bund. Und Europa vertritt eben die gesamte EU dann. Wie sind die ÖDP? ÖDP, genau. Ja. Bei der ÖDP mache ich jetzt mal weiter. Die wollen auch mehr Tierschutz. Ja. Also wenn ihr euch für mehr Tierschutz einsetzen wollt, dann müsst ihr nicht unbedingt die Tierschutzpartei wählen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, die Tierschutzpartei ist euch zu eintönig, dann guckt doch mal bei der ÖDP vorbei. Ja. Die haben auch klar gemacht, ich nehme ja gerade einen Punkt von daraus. Die sind absolut gegen rechts. Habe ich ja schon gesagt, dass das dann eine Mitte ist. Aber es ist egal. Und die haben gesagt. Naja, aber was meinst du denn mit gegen rechts sein? Also, ja, das musst du die fragen. Die haben das da hingeschrieben. Nein, sie haben gesagt, sie sind. Moment, wo hab ich das raus? Ja, die sind nicht gegen Ausländer. Wir sind weder rechts noch links, haben sie gesagt, ne? Glaube ich. Ich war zum Beispiel letztens auf der Seite und dort haben die gesagt, dass die auch mittig sind quasi. Aber sie sind, was Migration betrifft, Da sagen sie, kann ich dir gerade mal sagen, das habe ich mir nämlich rausgeschrieben, sie sind für eine geregelte Einwanderung durch Asylantragstellung in allen Auslandsvertretungen von EU-Mitgliedstaaten. Da geht es also darum, wenn ihr jetzt in irgendeinem Krisengebiet seid und da gibt es von irgendeinem der EU-Staaten eine Niederlassung, sage ich mal, eine Auslandsvertretung, dann könnt ihr da hingehen als Flüchtling oder als potenzieller Flüchtling und da euren Asylantrag stellen für die gesamte EU. Ihr müsst also nicht, weil ihr jetzt nach Deutschland, Frankreich oder sonst wohin wollt, irgendwie gefährlich übers Mittelmeer darüber schippern, sondern ihr könnt dann von da, wo ihr an eine EU-Vertretung geratet, könnt ihr fragen, ob die euch überhaupt aufnehmen würden. Also ganz ehrlich, das ist der Plan der ÖDP. Ich habe da was anderes gelesen. Ich habe nämlich gelesen, dass die so, also kurz gesagt, dass sie das okay finden, dass hier, egal wer kommt, ne? Also können auch vom Fernland kommen. Haben aber klar gemacht, dass die sich ganz klar an die Regeln halten. Ja klar, es wird ja dann erstmal geprüft. Also du kommst dann her, stellst deinen Asylantrag und der kann natürlich abgelehnt werden. Das heißt ja nicht, dass jeder akzeptiert wird. Heute macht man ja so und so. Ne? Ja, das hat Frau Merkel gemacht. Danke, Merkel. Ne? Also die hat ja auch das Recht gebrochen, sagen ja auch viele mit dieser Politik. Denn es gibt ganz klare Regeln, wer hier Asyl bekommt und wer nicht. Und wenn man dann einfach sagt, kommt mal alle rein, dann Grenzen müssen bewacht werden, ganz einfach. Ja, also das Problem ist, so sehr ich das natürlich ein schwieriges Thema finde, weil wenn da Menschen in Not sind und die um ihr Leben fürchten müssen, dann sollte man irgendwie helfen. Aber das Problem an der Sache ist, wir müssen uns eins klar sein, wir können einfach nicht sagen,
die Menschen sind alle nicht nur theoretisch vor dem Gesetz gleich, das ist ja auch gut so, sondern die sind auch praktisch gleich zu behandeln oder so. Oder sie sind auch bis ins kleinste Detail gleich zu behandeln. Das funktioniert ja nicht. Denk das mal zu Ende. Da muss ich ja ein 3-jähriges Kind genauso behandeln wie einen 35-Jährigen, der berufstätig ist, genauso wie einen demenzkranken alten Rentner. Das geht ja nicht, die kann ich ja nicht alle gleich behandeln. Ja? Und dann kommt noch hinzu, dass wir auch gar nicht dieses Volumen haben, was die sich da auskaspern, an Leute reinzuholen. Ja, das ist ja, was ich sagen wollte. Ja. Wir haben ja, irgendwo ist ja auch mal Schluss. Ja. Dieses ganze System beruht leider darauf, dass wir als sogenannte erste Welt andere ausbeuten. Das muss man einfach mal so sagen. Ja? Aber nur weil wir eine Geschichte haben, die nicht so von den Siegermächten aktuell noch den Amerikanern. Ja, also passt. Wir haben nun mal das Problem, dass wir Deutschen uns nicht trauen, irgendwas zu sagen, was gegen andere Nationen gedeutet werden könnte, weil wir ja den Zweiten Weltkrieg irgendwie angezettelt haben. Ne? Das Problem ist natürlich, wie viele Generationen will man das jetzt noch mit sich rumtragen? Das ist so ein bisschen das Problem. Aber eins ist eben Fakt, wir, und damit meine ich nicht nur Deutschland, sondern wir Erste Welt, beuten andere Länder aus, wie zum Beispiel Afrika und so. Anders würde unser Weltwirtschaftssystem nicht funktionieren. Das muss man sich mal klar machen. Und wenn man jetzt meint, wir wollen, dass alle den gleichen Lebensstandard haben, dann würde das bedeuten, dass wir hier in Deutschland aber mächtig Abstriche machen müssen. Ja? Dann würden wir nämlich so ungefähr leben wie die nicht ganz Ärmsten, aber doch die Armen in Afrika. Weil wenn man alles auf Durchschnittslohn bringt, da kommt da nicht mehr viel raus, ne? Ja, also was ich einfach meine ist, wir können ja nicht sagen, Leute, wenn ihr meint, bei euch geht's euch zu schlecht, dann kommt in die erste Welt und hier geht's euch besser. Weil wenn jeder kommt, dann gibt es keine erste Welt mehr, dann ist irgendwann alles auf dem gleichen Niveau und dann werden wir uns ganz schön umgucken. Ich hasse diesen Ausdruck. Erste Welt, ne? Für mich ist das eine Welt. Für mich ist Deutschland sowieso schon lange nur noch zweite Welt, ja. Das mal so am Rande. Wie hier alles runtergewirtschaftet ist, ja, die Infrastruktur, überall ja kaputt. Sowas drin. Ja, seht ihr ja hier. Wobei, das Dach ist gut noch. Fast. Da kann man noch was machen. Man kann schon die Bäume beobachten von hier, weil wir ja Löcher gemacht haben. Ja, das Ding ist einfach, die Infrastruktur ist kaputt, die Straßen sind kaputt, die Eisenbahnbrücken sind kaputt, die Wasserleitungen sind kaputt, wir haben Funklöcher, wir haben marode Schulen, wir haben, ja, deswegen, also Deutschland würde ich jetzt nicht mehr erste Welt nennen wollen eigentlich, aber es geht uns trotzdem gut, ich will mich nicht beschweren. Politisch gesehen ist es erste Welt. Also ich will mich nicht so weit beschweren, dass ich sage, mir geht es irgendwie schlecht, das stimmt ja nicht. Aber, bescheiden ist auch gut. Ich weiß nicht, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, ne? Aber du meinst jetzt also, dass die ÖDP da nicht entschieden genug gegen vorgeht, dass man sagt, wir können nicht die ganze Welt ernähren hier in unserer ersten Welt. Ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man in den ganzen Flyern, die man hat, dass man da jetzt nicht alles sagen kann, was man, oder zumindest nicht so formulieren kann, dass es einsichtig ist, aber mir gibt das nichts. Also mir sagt das jetzt nicht viel aus. Okay, schade. Also ich wollte mal gucken, was habe ich mir noch rausgeschrieben. Die ÖDP ist also auch dafür, dass man die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich senkt, einschließlich im Flugbereich, im Flugverkehr. Und die sind auch dafür, dass man die Schäden, die man der Umwelt durch sein Verhalten antut, dass man die internalisiert. Ja? Das bedeutet, dass nicht irgendjemand einfach so Abgase und alles Mögliche rausblasen darf, weil es ihnen ja nichts kostet. Sondern das Prinzip der Internalisierung von Kosten ist ja, dass der Staat zum Beispiel in Form von Steuern und Abgaben sowas bestraft. So nach dem Motto, du darfst ja mit deinem Auto fahren, ja, und du darfst ja auch mit deiner Fabrik Abgase rausblasen, ja, kannst du alles machen, aber kostet halt pro Tonne Abgas so und so viel. Und dann, ja, oder egal wie du es benennst, ja. Wie kann man Gase in Tonnen wiegen? Das kann man, natürlich. Das sind ja alles Moleküle. Ja, aber wie wollen die das machen? Kann man, wenn jetzt ein Auto von mir vorbeifährt, kann ich dann hier einen Behälter daneben. Das Problem ist natürlich, wenn du hier solche Autokonzerne hast, die da immer tricksen und die absichtlich falsch messen und so, ja, dann wird das ein bisschen schwierig. Nein, aber das Prinzip ist verstanden, oder? Also ich kann theoretisch Dreck machen, ich will jetzt nicht sagen so viel, wie ich will, aber ich muss da halt ordentlich für bezahlen.
Und dann wird es irgendwann unwirtschaftlich und dann sage ich mir, für meine 3 Kilometer zur Arbeit nehme ich vielleicht doch lieber das Fahrrad, weil wenn ich mit dem Auto fahre, dann langt der Staat aber ordentlich zu. Für jeden Skateboard. Kilometer, den ich fahre. Ja, Skateboard geht zum Beispiel auch. Aber auch so ein Skateboard verursacht natürlich bei der Herstellung CO2 und so. Und da ist dann auch eine Steuer drauf. Ja, aber eben eine nicht so große wie auf dem Auto. Ja? Und dann so sollte man das, so könnte man das regeln. Ihr hört ja auch, was die für Krach machen. Auch dieser Krach ist ja auch Umweltbelastung. Das kann man alles einpreisen. Dafür würde sich also die ÖDP aussprechen. Dafür, dass der Emissionen macht, Krach, Dreck und so weiter, dass der dafür bezahlt. An die Allgemeinheit. So, also an den Staat. Und der Staat kann dann mit dem Geld wieder Sachen machen. Das muss man auch eingrenzen irgendwie. Also man kann jetzt nicht sagen, weil wenn einer jetzt vorbeikommt und sagt, macht dann irgendwas, von was er vielleicht nicht wusste, dass das mit dazugehört oder so. Das müssen die dann wirklich alles konkret sagen, was und wie gemeint ist. Ja, das muss man dann im Detail sehen. Jetzt geht diese ganze Abzocke wieder los von vorne. Jetzt geht es ja erstmal nur um die Grundsätze. Ja, ja. Aber was die EU angeht, da sagt eben die ÖDP, wir unterstützen die Entwicklung der EU von einer bloßen Wirtschaftsgemeinschaft hin zu einem Staatenverbund freier, sich vorrangig selbst regierender Völker unter Beachtung der gemeinsamen europäischen Werte. Die wollen also nicht, dass mehr Kompetenzen als nötig an die EU gegeben werden, sondern dass alles, was man regional regeln kann, auch regional geregelt werden soll. Sie sind also dagegen, dass man aus der EU einen großen Suprastaat macht. Also wenn ihr auch dagegen seid oder zumindest kritisch seht und jetzt nicht so die Bedenken habt, die du hast, sondern meint, wenn ihr meint, diese ökologischen Aspekte, die Tierschutzaspekte, die da bringen und so weiter, die geregelte Einwanderung, das wäre etwas, womit ihr was anfangen könnt, dann würde ich euch auf jeden Fall die ÖDP empfehlen. Hast du eine Empfehlung für die Leute? Sonst, ich habe noch ein paar. Nee. Wie gesagt, ich bin ja so ein Kritiker, ich habe eigentlich gar keine. Ja, aber irgendwen sollte man schon wählen, ne? Der ja. Ist ja auch, oder? Hashtag geht wählen. NPD. Nein, das war nicht. Ja. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, die verlinke ich euch nicht. Nein. Ich verlinke euch mal die FDP. Da habe ich mal geguckt, die FDP ist zum Beispiel für schnellere Internetzugänge, ja? Glasfaser bis zur Haustür. Da muss man natürlich mal gucken, wie man das dann im Haus wieder verteilt kriegt. Sonst bleibt das Internet genauso langsam wie vorher, wenn ich eine blöde Leitung im Haus habe. Aber als Asbest endet Glasfaser. Nee, aber die FDP, die hat halt erkannt, gute Infrastruktur ist ein Wirtschaftsfaktor, ja? Und da gehört eben schnelles Internet dazu. Und wenn man kein vernünftiges Internet hat, dann geht irgendwann gar nichts mehr. Cut. Die FDP ist übrigens auch für bessere Rahmenbedingungen für Start-up-Unternehmen. Ja? So eine Art rechtliche Sandbox, dass man, also wenn man eine gute Geschäftsidee hat, ein gutes Konzept, dass man da auch mal Ausnahmen von gesetzlichen Regeln genehmigt bekommt, die es einem erstmal einfacher machen, das Ganze durchzuziehen, weil man diese Gesetze dann nicht beachten muss. Und wenn es einem dann wirklich gelungen ist zu wachsen, wenn die Geschäftsidee gut war und man dann aber auch die Finanzkraft hat, um diese Regeln befolgen zu können, dass erst dann diese Regeln Anwendung finden. Dass man also nicht durch zu strenge Regeln in manchen Bereichen so hohe Markteintrittsbarrieren hat, dass man mit der Idee erst gar nicht an den Start geht. Ja? Zum Beispiel, wenn ich als ein kleines Unternehmen übertriebene Urheberrechtsanforderungen Hashtag Uploadfilter haben muss. Oder wenn ich irgendwelche vollkommen übertriebenen Datenschutzvorkehrungen treffen muss, zum Beispiel schon als Ein-Mann-Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten brauche und dann schon 2 Mann bin oder so. Ist ja jetzt schon nicht so, ja, aber das wären so Beispiele. Da sind sie halt dafür, dass man sagt, nee, wir befreien dich von bestimmten Regelungen, damit du erstmal prüfen kannst, ob deine Geschäftsidee was taugt. Also Start-ups das Leben so erleichtern. Die FDP spricht sich übrigens auch gegen anlasslose Vorratsdatenspeicherung aus. Man soll also nicht alle möglichen Telefonverbindungsdaten und ähnliches von allen Leuten einfach mal so speichern, falls man da später mal Muster entdecken will, sondern nur, wenn man Anlass hat, dass jemand bestimmte Straftaten begeht, nur dann soll sowas möglich sein. Die sind übrigens auch für Englisch als zweite Verwaltungssprache. Das finde ich interessant. Da haben sie sich also gesagt, na, wir haben die EU mit ihren vielen Mitgliedstaaten und da haben wir auch Freizügigkeit als Unionsbürger, aber was hilft mir das, wenn ich in ein EU-Land gehe, in dem ich die Sprache nicht so gut kann und kann doch nicht mal meine Verwaltungsangelegenheiten erledigen, kann doch nicht mal da einen Wohnsitz gründen oder sowas, weil ich die Sprache nicht spreche. Und da haben die Idee, man sollte immer mit Englisch als Zweitsprache in der Verwaltung was anfangen können. Ja. Das stelle ich mir interessant vor, ob die deutschen Verwaltungen das so hinkriegen. Denke ich schon, Englisch ist ja einfach eigentlich.
Ja, wir machen jetzt trotzdem auf Deutsch weiter. Deutsch. Die sind übrigens auch für mehr digitale Beteiligung und für digitalen Personalausweis, mit dem man dann auch was anfangen kann. Dass ich also einen Datensatz habe, mit dem ich mich auch faktisch ausweisen kann im Internet und so. Denn heute schicken wir ja immer noch viel zu viel Papierkram rum, weil irgendwelche Leute auf eine Unterschrift auf Papier bestehen. Ja, weil ich glaube aber, ich glaube, mit FTP landest du auf taube Ohren. Ja, ich wollte. Ja, ich weiß. Das Problem bei den großen Parteien sehe ich immer darin, dass sich da schon so Strukturen eingeschliffen haben, ja, dass, da genau ganz, dass da junge Leute, die gute Ideen haben, sich ganz lange krumm machen müssen, um irgendwo in eine Position zu kommen, bis sie was zu sagen haben. Und wenn sie da angekommen sind, sind sie schon so weichgespült, dass sie eigentlich keine freien Gedanken mehr aber haben. Aber wie hat es denn angefangen? Es hat nämlich mit CDU und FDP angefangen. Ja, so, ich habe die wenn FDP... Wenn die jetzt mit drinnen sind, dann sind die doch wieder eins. Ich habe die FDP hier in die Liste reingenommen, der Empfehlung, weil ich auch eine größere Partei drin haben wollte, damit die Leute, die sagen, Mensch, diese kleinen Parteien, wer weiß, ob die überhaupt genug Stimmen kriegen, dass sie überhaupt einen Sitz kriegen. Ich möchte lieber eine Partei wählen, die ein bisschen länger schon da ist und ein bisschen größere gewachsene Strukturen hat. Ja, für die habe ich jetzt die FDP mit reingenommen. Die ist aber allerdings auch... wo hatte ich es? Für einen eigenen EU-Außenminister. Ja? Da muss man also wieder gucken, das geht auch schon wieder so in Richtung USA, ja? United States of Europe. Wofür die FDP auch ist, und das finde ich wieder gut, ist eine bessere Digitalisierung im Verkehrswesen, ja? Die Vernetzung der einzelnen Leute mittels einheitlicher Schnittstellen. Dann könnte man nämlich, wenn man gut vernetzt ist, kann man doch mit digitalen Mitteln Verkehrsflüsse optimieren, ja? Damit man eben nicht immer rote Welle hat und dann immer anhalten, anfahren, Schadstoffausstoß auf Maximum und man steht auch ständig im Stau, weil alle zur gleichen Zeit losfahren. Manchmal würde es vielleicht reichen, jemand fährt eine Minute 20 später los, damit der Verkehr nicht ins Stocken gerät. Und sowas können ja solche Systeme gut berechnen. Wie gesagt, das sind Altparteien, die gehören mit zur Altparteien und das, ich habe die machen bloß das hier, das hier, das hier. Ja, ich fürchte es ja auch so ein bisschen. Vielleicht kurz nach der Wahl setzen die einen Punkt davon, setzen die vielleicht mal in die Tat um. Zum Beispiel den Punkt mehr Mobility on Demand und Mobility Sharing. Ja? Das bedeutet, dass man nicht jeder fährt alleine in seinem PKW und vier Plätze bleiben leer, sondern man teilt sich dann so einen PKW und dann nimmt noch Leute mit. Und das funktioniert ja auch nur richtig zu organisieren, wenn man das digitalisiert. Ja? Wer will von wo nach wo und wen kann man mal eben schnell mitnehmen. Ja, ja und Park and Ride wollen sie auch fördern, dass man also mit seinem individuellen Fahrzeug zum Bahnhof fährt, beispielsweise oder zur Straßenbahnhaltestelle, dann da parken kann und dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter in die Stadt fährt, wo einfach zu wenig Platz ist, als dass jeder mit einem eigenen Auto da rumfährt. Also das ist auch... sind gute Konzepte, also FDP könnt ihr euch angucken, wenn ihr meint, das könnte was für euch sein. Wen würdest du denn empfehlen? Schon wieder. Ja, vielleicht ist dir jetzt was eingefallen. Nee. Immer noch nicht. Gut, dann mache ich mal weiter, liebe Leute. Piratenpartei. Ja, Piratenpartei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auch die sind der Meinung, mehr laufen und weniger fahren. So will ich es mal zusammenfassen. Ja? Oder nehmt das Fahrrad statt des Autos. Ja, mehr Deutsch, besseres Deutsch, sag mal. Ist auch, Wien sind zu hoch. Ist auch so eine, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Auch für die Gesundheit finde ich das wichtig. Es ist einfach unsinnig, wegen 3 Kilometern das Auto rauszuholen. Ja, oder auch wegen 5 Kilometern, wenn man ein Fahrrad hat. Oder also ich halte aber die Piratenpartei halte ich echt für sowas wie die Partei oder so. So eine Scherzpartei. Nee, das überhaupt nicht. Das finde ich gar nicht. Also die Partei ist wenn ja das, tatsächlich... Wenn das wirklich eine Partei sein soll. Nicht ernst gemeint, was die oder machen. Eine ernst gemeinte Partei sein soll. Ja, die Piraten. Ja. Dann kannst du die aber mit den Grünen... in der Ecke schrauben. Nee, konnte ich nicht, weil die Grünen, die werden nämlich heute nicht in der Liste vorkommen. Das Problem bei den Grünen ist, ich habe mich auf deren Homepage informiert über ihr Europawahlprogramm und ich habe nichts gefunden. Ich habe nur ihr allgemeines Parteiprogramm gefunden und da geht es immer um Deutschland, 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 Deutschland. Aber wenn wir bei einer Europawahl sind, dann müssen wir europäisch denken und da habe ich bei den Grünen nichts gefunden und dann habe ich die angetwittert und dann kam keine Antwort hier bis zum Redaktionsschluss. Bis jetzt, wo wir aufnehmen, kam keine Antwort. Und ich bin ja jetzt online, also jetzt hätten sie es noch reintwittern können. Tut mir leid, damit sind die Grünen raus. Wenn die kein europaspezifisches Programm haben, die sondern... Die sind doch so raus. Ja. Das sind Spinner. Das sind Hippies. Nee, schlimmer noch. Ja. Schlimmer noch. Die fahren echt mit... Da gibt es Minister bei den Grünen,
die wohnen 1 bis 2 Kilometer von der Dienststelle entfernt, lassen sich mit dem Chauffeur mit so einer riesen Limousine abholen, lassen sich dann bis vor die Tür fahren und dann bleibt dieser scheiß Schlitten vor der Tür stehen und die Fußgänger dürfen auch noch drumherum laufen. Das finde ich absolut daneben. Also das hat mit Ökologie nichts zu tun. Vor allem, ja? Da hatten die noch das Thema mit der Kreta, die Kleine hier. Ja, die Schwelen, die Fridays for Future angezettelt hat. Ich denke mal, die wird bloß benutzt, aber die hat ja so ein Syndrom, so eine Krankheit, ne? Und die wird das gar nicht mitkriegen. Aber gut, nee, das ist, die Sache ist ja die, die Grünen waren ja so für die Kleine so, ja, setzen uns mit ein, lalala. Und dann haben die hier diese komische Show gebracht. Weißt du, wo die das Ding gewonnen hat? Ihr habt es bestimmt gesehen, oder ihr? Ach so, so ein Preis für ihr Engagement hat sie gewonnen. Und, da ging es um Umweltbelastungen und Schadstoffe, lalalala. Und die Zuschauer, die dann noch für die Werbung in Rätsel gekriegt haben, wisst ihr, was die gewonnen hätten? Oder was man da gewinnen hätte können? Ein Auto mit Diesel. Ah! Ist das geil. Ja. Nee, aber ich sage ja auch immer, der Grund dafür, warum die Leute, wenn es jetzt nicht gerade in Strömen regnet, wegen 2 oder 3 Kilometern mit dem Auto irgendwo hinfahren, ist doch der, dass es keinen Spaß macht oder für lebensgefährlich gehalten wird, sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch die Stadt zu bewegen. Und das ist eben, weil wir eine völlig falsche Infrastruktur haben, die nur aufs Auto ausgerichtet ist. Und da liegt der Fehler. Ja? Und die Hindernisse, die werden immer auf den Fußweg gestellt. Vorhin wäre ich beinahe wieder gegen ein Verkehrsschild gelaufen, weil das einfach in Augenhöhe mit der schwarzen Rückseite oder mit der dunkelgrauen Rückseite in den Gehweg reinragt. Sowas darf überhaupt nicht sein. Da gibt es Vorschriften, die sagen, dass es höher hängen muss und so. Das ist der Verwaltung aber scheißegal. Die hängt da einfach so ein Verkehrsschild hin. Ja? Und das sind so die Sachen. Da fühlt man sich doch als Fußgänger auf der Straße nicht sicher. Da setze ich mich doch lieber in meine Blechkiste und habe ein bisschen Knautschzone um mich rum. Ja? Und da muss ich was dran ändern an dieser Politik. Und das sehen aber auch die Piraten so. Da sind wir ja hergekommen. So, und wenn man schon fahren muss, sagen die Piraten, dann sollen wir doch wenigstens gemeinsam fahren. Also da geht es auch um diese Sharing-Geschichte. Ne? Also ein Auto auch voll besetzen, damit es sich lohnt. Aber man sollte auch, und das ist natürlich auch ein richtiger Ansatz, wo es geht, gar nicht erst fahren müssen. Also dieses tägliche zur Arbeit pendeln, auch wenn man eigentlich gar nicht auf der Arbeit sitzen muss, um die Arbeit dieses Tages zu schaffen, sondern man könnte diese Arbeit von dem Tag auch zu Hause machen, ja, dann soll man doch an dem Tag einfach zu Hause bleiben und von da arbeiten. Das ist auch ein Beitrag für den Umweltschutz, dass ich nicht unnötig immer hin und her fahre und Ressourcen vernichte. Ja. Ja, und deswegen setzen sich die Piraten natürlich auch für digitale Dinge ein, wie Mitfahr-Apps, ja, und für Carsharing, da braucht man ja auch entsprechende Anwendungen fürs Handy und so weiter, um das alles zu vermitteln, für den öffentlichen On-Demand-Verkehr, das heißt, dass der Bus oder das Großraumtaxi auch nur dann kommt, wenn ich es brauche, haben wir ja jetzt schon solche Sachen, so Anruflinientaxi und so, aber das auch alles natürlich digital optimiert. Und, was haben wir hier, grenzüberschreitender Nahverkehr, ist auch ganz wichtig, ja, ich meine, in Deutschland ist es normal, wir fahren von Sachsen nach Brandenburg oder von Sachsen nach Thüringen. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie plötzlich aus dem Zug aussteigen und das Gleis wechseln, nur weil das Bundesland wechselt. Aber an Ländergrenzen ist das oftmals noch so. Ja? Also dass der eine EU-Staat endet, sagen wir Deutschland endet, das nächste Land fängt an, Polen, Frankreich oder was weiß ich. Und die Buslinie endet aber blöderweise auch da, wo die Grenze ist. Und das muss aufhören, da braucht man mehr länderübergreifende Zusammenarbeit, damit die grenznahen Regionen besser miteinander vernetzt sind. Also auch das eine Sache, für die sich die Piraten einsetzen. Aber Grenzen müssen sein. Zumindest bewacht. Bewachte Grenzen? Ja. Dann müsste man ja in den Linienbus reinkommen und schnell Ausweiskontrolle machen oder so. Das hält natürlich auch alles wieder auf. Das ist egal, aber wenn es um die Sicherheit geht? Ja, ich frage mich dann immer, ob das so viel Sicherheit bringt, dann muss ich... In den 90ern hat es ja auch was gebracht. Also theoretisch ist es so, wenn man die Außengrenzen gesichert kriegen würde, würde das ja schon reichen, eigentlich. Also ja, na gut, wenn von draußen jetzt jemand reinkommt, das ja. Also... Wenn jetzt von drinnen jetzt jemand rauskommt, ist ja... Wenn du nicht eine riesen Mauer um Deutschland rumziehen willst oder um den jeweiligen EU-Staat, der sich absichern will, dann wird es eh nicht funktionieren. Weil wenn ich nicht über den offiziellen Grenzübergang gehe, dann versuche ich es halt irgendwie durch den Wald. Also ich weiß noch, bei den 90ern war es so, wenn man aus Deutschland rausgegangen ist, dann hat natürlich nur der tschechische Posten, also ich gehe jetzt mal von Tschechien aus, ne? Das ist nur ein Beispiel, dann hat nur der tschechische Posten dann dich kontrolliert. Bist du aber von den Tschechen wieder nach Deutschland gegangen, dann...
Dann hat es den Tschechen interessiert. Ja, und den Deutschen auch nicht. Naja, ja, wenn du gleich so gezeigt hast, dann hat er dann vorbeigefunden. Achso, Deutschland hat auch kontrolliert. Wenn einer von draußen kommt, dann... Klar, die waren eben damals noch nicht in der EU, das heißt, es war eine EU-Außengrenze und da musste man halt kontrollieren. Und das würdest du jetzt innerhalb der EU auch immer haben wollen. Da hätte ich auf meiner Airbags-Tour, wo wir dann von Belgien kommen und über die Niederlande nach Deutschland gefahren sind, hätten wir dann zweimal Grenzkontrolle gehabt. Dann wären wir wahrscheinlich anders gefahren. Wenn ich aber weiß, ich hole Leute aus irgendwelchen Krisengebieten, also dann würde ich mir dann als, ich meine, einheimisch klingt immer so Nazi, aber als jemand, der jetzt in dem Land wohnt, könnt das jetzt zusammenfassen, wie ihr wollt, dann wünsche ich mir doch mehr Sicherheit, oder? Aber was hilft mir denn die Grenzkontrolle? Also, weil die Flüchtlinge sollen doch verteilt werden innerhalb von Europa. Und wenn dann welche hier sind und ich denen nicht traue, dann hilft mir eine Grenzkontrolle auch nicht. Dann sind sie natürlich, ja, aber wenn welche reinkommen, die, sage ich mal, hier, haben sie ja schon mehrere rausgefischt, die jetzt zum Beispiel da hinten eine Bazooka oder so im Kofferraum haben, ne? Und dann muss ich ja schon fragen, was willst du damit hier in dem Land? Also, ne? Ja, aber das hätte man die doch schon fragen können, als sie zum ersten Mal nach Europa reingekommen sind. An der Außengrenze hätte man sie doch fragen können. Es geht ja nur nach denen, wo Merkel gesagt hat, kommt rein. So, dass die waren ja nicht in Mallorca. Bin mir mit allen EU-Staaten einig, dass wir eine gemeinsame Außengrenze dann eben jeweils haben und die auch verteidigen und da entsprechend Finanzmittel reinstecken, dass die Länder, die außen an der EU sind, auch die Möglichkeiten haben, diese Grenze zu bewachen. Und dann vertraue ich darauf, dass das die Grenzen dicht sind. Oder ich sage, nö, ich mache hier meine eigenen Grenzen, ich ziehe hier meinen eigenen Zaun um meinen Mitgliedstaat herum, weil ich denke, die anderen haben es nicht drauf. Eine Sache habe ich aber, die mir bei der Piratenpartei dann wieder nicht so gefällt, und zwar, die wollen einen europäischen Bundesstaat haben, ja, mit einzelnen Rechten und Pflichten der Regionen innerhalb Europas. Die United States of Europe. Jetzt kommt noch eine letzte Empfehlung von mir, und zwar die Direkten. Demokratie direkt. Das sind wir beide. Nee, du nicht, weil du ja aus Dresden bist. Ich bin aber direkt. Aber Demokratie direkt ist eine Kleinpartei aus Erfurt und die hat sich eigentlich nur ein Thema auf die Fahnen geschrieben. Das ist, was ich vorhin meinte. Ne? Die einen kümmern sich um Tierschutz, die anderen kümmern sich um Demokratie. Und wenn ich aber nur eine Stimme habe und beide Themen sind mir wichtig, dann habe ich schon verschissen, ne? Bei unserem Wahlsystem. Die Direkten sind nämlich der Ansicht, wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung bei der Entscheidungsfindung. Und das wollen sie umsetzen mit Hilfe digitaler Mittel. Nämlich, dass ich mich mit meinem digitalen Personalausweis in so ein staatliches Diskussionsforum einwählen kann und dann eben auch beweisen kann, dass ich ein Bürger der EU bin und dass ich mir nicht irgendwie 5 Accounts anlegen kann und so tun kann, als wäre ich 5 Leute, sondern die Anmeldung stellt einfach nur sicher, dass man da nicht tricksen kann und hinter einer Person auch wirklich nur ein Account steckt und so, ja. Und dann würde man im Diskussionsforum die Themen diskutieren, die einem gerade wichtig sind. Und die wollen dann Regeln haben, die besagen, dass wenn sich mindestens so und so viele Leute mit einem Thema befassen in Europa, dass dann das Europäische Parlament verpflichtet sein soll, sich mit dem Thema näher zu befassen und darüber zu debattieren. Und die Direkten sind auch dafür, dass man seine politische Meinung als Partei daran ausrichtet, was die Mehrheit gerne möchte. Deswegen sagen sie auch, wenn man sie zum Beispiel fragt, wie steht ihr denn zu einem Bundesstaat Europa? Dann sagen sie, aktuell sind wir dagegen. Sollte sich aber herausstellen im Rahmen dieser Mehrheitsdiskussionen, also dieser Diskussionen im Internet, dass die Mehrheit der Europäer dafür ist, dann würden wir unsere Meinung auch ändern und dann uns dafür einsetzen. Aber aktuell sind wir dagegen. Also so funktioniert es bei den Direkten. Ja. Könnt ihr mal gucken, ob ihr das interessant findet. Dann könntet ihr mal auf demokratiedirekt.info gehen. Verlinke ich euch auch nochmal unten. Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Ja. Wir müssen auf jeden Fall bei diesem Video mal so Timecodes dran machen und in die Videobeschreibung bringen. Wir müssen, heute noch ein bisschen was machen. Ne? Ja, damit die Leute auch dann springen können. Ja. So, jetzt also die Zusammenfassung.
Was könnt ihr wählen, meines Erachtens? Ihr könnt die Humanisten wählen, die sind gegen Populismus und dafür, dass man nur nach der Vernunft entscheidet und nach dem, was nach wissenschaftlichen Methoden für die Menschheit das Beste wäre. Aber die sind für einen Bundesstaat Europa oder eine Bundesrepublik Europa. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Wenn ihr das nicht so kritisch seht, wären die Humanisten vielleicht was für euch. Wir haben über die ÖDP gesprochen, das wäre aktuell meine Empfehlung. Solange ich nicht noch irgendwas Besseres finde, würde ich sagen, ÖDP setzt sich ein für Naturschutz, für Ökologie, für Tierschutz, für geregelte Einwanderung. Für Katerschutz, Urbex-Schutz. Urbex steht nicht im Parteiprogramm. Das ist das Hobby, was wir hier machen. Für einen gezielten Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und für die Internalisierung von Kosten. Ja? Also wer Dreck macht, der soll für diesen Dreck, den er in die Luft bläst, auch bezahlen. Hashtag Rauchen. Hashtag Rauchen ist dumm, auch das zum Beispiel. Ja? Die Atemluft der Nichtraucher zu beschmutzen, sollte auch mehr Geld kosten. Rauchen ist ja schließlich dumm. Ja, und sie sind aber dagegen, die EU zu einem Bundesstaat zu machen. Also deswegen, ÖDP wäre sicherlich eine gute Alternative für diejenigen, die dagegen sind, dass Europa zu einem einzigen Staat wird. Die FDP könnt ihr euch mal ansehen, da geht es eben um gute Bedingungen für die Wirtschaft, schnelles Internet, keine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, Englisch als zweite Verwaltungssprache und mehr digitale Beteiligung von Bürgern und auch mehr digitale Schnittstellen im Verkehr, damit alles ein bisschen optimiert wird im Verkehr und wir weniger im Stau stehen. Die Piratenpartei, die meinen, man sollte sowieso weniger fahren und mehr laufen und von zu Hause arbeiten, wenn es geht. Und Carsharing und On-Demand-Verkehr ist ganz gut und der grenzüberschreitende Nahverkehr muss ausgebaut werden. Damit man Piratenpartei hier. Ja, er will ja lieber Grenzkontrollen überall haben. Aber wenn man die nicht hat, dann wäre es schon gut, wenn der Bus in der Nachbarschaft. Nee, jetzt nie übertrieben. Ich bin ja, wie gesagt, kein Recht oder so. Also, du bist ja irgendwo in der Mitte, aber fühlst dich nicht aufgehoben. So. Ja, es muss halt eine Kontrolle geben, so dass man weiß, man ist sicher. Ich finde, man sollte erst mit der Sicherung der Menschen. Ja, die Piraten wollen übrigens einen Bundesstaat Europa, sehe ich kritisch. Demokratie direkt, die sind eigentlich nur dafür da, dass man mal die Demokratie ins Internet holt, in geordnete Bahnen lenkt und dann nach Mehrheitsprinzip entscheidet. Und meine persönliche Empfehlung wäre die ÖDP. Hätte ich jetzt eigentlich auch dir empfohlen, weil du ja sagst, du willst nicht so rechts, ja, du bist kein Rechter, aber du bist auch kein Linker. Ich würde mir hier merken. Merkst du dir mal, ihr habt ja noch Zeit bis 26. Genau. Mai, es sei denn, ihr guckt dieses Video sehr spät, dann habt ihr vielleicht nicht mehr viel Zeit. Hoffentlich habt ihr die Wahl nicht verschlafen. Aber bitte, bitte, geht keine CDU, keine SPD und keine Grünen. Und keine Grünen. Ja, nee, Grüne muss ich auch nicht haben. Und keine NPD. Ich erinnere nur, 2 Kilometer mit dem Auto fahren, muss nicht sein, was der Minister von den Grünen, den die ich Linke, da kenne, jeden Tag Die Linke macht. Könnte man ja nochmal ansprechen. Die Linke ist eigentlich... Also mit dem Sozialbau, Wohnungen und sowas finde ich das ganz gut, was die da eigentlich da rauswerfen. Auch mit den Fahrkarten, also ich habe dir ja erzählt, bei uns in Dresden werden die Fahrkarten jetzt für Sozialschwache, werden die jetzt zurückgestuft, beziehungsweise aufgelöst. Und das wollen die Linken eben jetzt wieder reinholen, quasi. Also die haben, ich sag mal, die Linke, die hat, die haben... Gute Ansätze zum Teil? Die haben, also die Linke, die hat... Wirklich, ja, gute Ansätze zum Teil. Aber eben nur zum Teil. Das ist halt immer das Problem. Ja. Du wirst nie eine Partei finden, eben, die es dir gerade hundertprozentig recht macht. Ja, und weißt du, und deswegen sage ich, brauchen wir ein neues Wahlrecht. Genau das ist es. Ich möchte nicht nur eine Partei wählen können und die muss dann das kleinste Übel sein, das ich wähle, sondern ich möchte eigentlich hin zu Parteien, die sich einzelnen Teilbereichen verschreiben, sagt man. Das ist heute schon so, wie jetzt mit der CDU und SPD, oder? Nee, die sind eben das große Ganze, CDU, SPD, die sind so ein bisschen für das große Ganze. Wir können alles ein bisschen, aber nicht so richtig. Ne? Ja, die Piraten zum Beispiel, die Piraten, die spezialisieren sich auf Digitalisierung. Ja? Die Direkten spezialisieren sich auf Demokratie im digitalen Zeitalter. Die Tierschutzpartei, die konzentriert sich auf Tierschutz und so weiter. Und da möchte ich eigentlich gerne mehrere Stimmen haben, damit ich sagen kann, ich wähle eine solche Partei, eine solche und dann kommen die alle ins Parlament rein. Und die machen was. Und jeder macht ein bisschen und jeder bringt seine Sichtweise ein. Das ist eigentlich, was ich möchte. Also haben wir die Rechten und die Linken und die müssen sich dann küssen.
Und so haben wir Frieden auf Erden. Ich weiß ja nicht, ob man, also diese Lager mit rechts und links, ob das denn überhaupt so zeitgemäß ist. Ich finde, wir sollten eher themenorientierte Politik machen. Ja, aber so ist es heute. Wenn du irgendwie in der Meinung nicht bist, und das kann der CDU sein, zum Beispiel, das sind eigentlich normalerweise Christen, also normalerweise stehen die in der Mitte. Früher waren die so mal ein bisschen rechts sogar getrifft. Jetzt sind sie links. Jetzt also, sind sie links. Ja. Okay, lass mal das. Ja, also CDU. Leute, das Wichtigste ist, dass ihr... Das Wichtigste ist, dass ihr überhaupt wählen geht, ja, damit ihr nicht den Extremisten, den Stimmen der Extremisten zu viel Gewicht überlasst. Ja, sondern wenn ihr auch hingeht und die Mehrheit ja keine Extremisten sind, dann wird sich die Mehrheit durchsetzen. Aber wenn die Mehrheit sich sagt, ach, warum soll ich niemanden wählen gehen? Meine Stimme ist doch eh nichts wert. Nein, das ist Quatsch. Dann zählen die Stimmen der Extremisten am Ende zu viel. Also sucht euch eine Partei aus, geht wählen und profitiert davon, dass wir in Deutschland diesmal keine prozentuale Hürde haben, sondern dass jede noch so kleine Partei mit nur 200.000 und ein paar zerquetschten Stimmen ins Parlament kommt. Das müsst ihr echt mal ausnutzen jetzt diesmal. Achso, was ich eigentlich sagen wollte zu der Linken nochmal. Ah, da kommt's! Wahrscheinlich war das CDU, was mich so ein bisschen abgebracht hat. Ja. Bei der Linken stört mich noch, dass das die Nachfolger sind von der SED, falls ihr die kennt. Das hat was mit Ostsachsen, Ostdeutschland zu tun, ne? Und weckt Erinnerungen. Nee, Erinnerungen nicht. Ich habe das ja nicht miterlebt. Nee, wirklich. Aber Erinnerungen an den Geschichtsunterricht. Manchmal hat man da ja auch aufgepasst. Aber wenn man so hört und das alles, dann kann man sich ja dann eigentlich eins und eins zusammenzählen. Wenn die jetzt wirklich an der Macht wären, was sie dann, wie weit hinaus die dann gehen würden. So schätze ich sie ein. Ja, weiß man nicht genau. Ne? Nicht, dass das dann auch wieder in so ein Extrem irgendwann abdriftet. Ich meine, wenn die Wohnungen jetzt, sage ich mal, von den ganzen 300 oder 400, was man so für eine Einraumwohnung, jetzt gehe ich mal davon aus, bezahlen, runtergehen, jetzt sage ich mal auf 200 oder 100 noch was, so wie es damals bis 2004, 5 war, 6 vielleicht auch noch, dann ist das schon mal eine gute Tat, sage ich mal. Ja? Also da fängt es meistens an. Ich finde, man sollte immer Punkte beachten, die jetzt wirklich ganz wichtig sind, die jetzt in Angriff zu nehmen, wie eben, wie gesagt, in dieser Umweltgeschichte oder eben halt die ganzen Sozialdinger, ne? Mit der Armut und den ganzen. Viele sagen ja, über Deutschland Armut gibt es ja nicht. Na doch, das ist ja das Verrückte in Deutschland. Ja. Du hast ja Rentner, die ein Leben lang gearbeitet haben, jahrzehntelang, die vielleicht schon mit 16 angefangen haben, ins Erwerbsleben einzusteigen und die heute zur Suppenküche gehen müssen, weil sie sich nicht jeden Tag einen Supermarkteinkauf leisten können. Das ist schon krass. Aber auch nur, weil die Mieten so scheiße hoch sind. Und die werden immer höher, weil man ja immer wieder das sanieren muss und das sanieren muss, was ja auch wichtig ist. Aber das kann man ja jetzt nie wirklich so anrechnen, weil ja das Material, was man ja verwendet, ist ja nicht mehr dieses, so ein teures Struckmaterial, wie man es sagt. Ja, früher hat man richtig verzierte Gebäude gehabt. Sondern das ist ja eigentlich mehr so Zweckbau. Billigmaterial eigentlich, kann man sagen. Was gutes Material ist, natürlich, Billigmaterial würde ich jetzt kein Haus bauen, aber es ist halt ein einfacher... Sonst sieht es irgendwann aus wie hier. Ja, aber es ist halt einfaches Material. Ne? Ja. Ich kann dafür Dämmwatte, was zwar gut ist, kann ich dann 500 Euro dahinlegen. Ja, aber das ist doch teilweise auch so, geh doch mal in den Bio-Supermarkt. Ich habe letztens gedacht, ich spinne. Also erst war ich bei Rewe, da wollten sie für ein Kilo Paprika 5 Euro. Da habe ich mir gesagt, ich gehe nochmal bei Aldi vorbei. Ja, ist ja mit dem Longboard schnell erledigt. Aber dann dachte ich, da kam ich weiter in dem Einkaufszentrum und dachte, Mensch, hier ist ja noch der Bioladen. Guckst du mal erstmal, was da die Paprika kosten. 7,50 Euro oder was das Kilo. Wo ich mir denke, Mensch, Leute, also 7,50 Euro für ein Kilo Paprika. Nee, da bin ich zu Aldi 2,22 Euro, ja. Das ist einfach, das sind so Sachen, das können sich viele Leute auch gar nicht mehr leisten. Also ich hätte es mir jetzt leisten können. Ich will nur einfach nicht mein Geld verpulvern, wenn ich weiß, dass ich es anderswo für einen viel günstigeren Preis kriege. Wollt ihr gefüllte Paprika machen, ne? Nö. Aber versteht ihr? Also das ist einfach... Ja, klar. Aber darum geht's eben. Ne? Wenn ich jetzt höre, diese Digitalisierung, bla bla bla. Ne? Digitalisierung, ja, mit Finger hat das zu tun. Digital. Ja, Digitalisierung. Ja. Mit irgendwelchen Internet-Quatsch da und so. Ne? Also das sage ich mir, das ist kein Punkt, den man jetzt unbedingt fördern angehen muss. Findest du nicht?
Ich finde schon. Ich würde sagen, muss erstmal die ganze Armut und das alles bekämpft werden. Aber das, ich denke mal, in Europa, weil da ich finde, man sollte parallel arbeiten. Denn durch Digitalisierung können wir uns das Leben auch einfacher machen. Genauso wie wir uns damals durch Industrialisierung das Leben einfacher gemacht haben. Ja? Es wird nicht mehr alles mit der Hand gemacht. Man baut sich große Maschinen. Früher waren die halt von Dampf angetrieben und so. Und heute kommt ja ein neues Zeitalter, nämlich das Zeitalter der Digitalisierung. Erst war es die Industrialisierung, heute ist es die Digitalisierung. Warum soll man diese Möglichkeiten nicht nutzen? Weil ich wahrscheinlich bald auf der Straße leben werde und die Möglichkeit gar nicht dann mehr habe, weil die Mieten zu teuer sind. Vielleicht solltest du dich digitalisieren und dann wohnst du einfach in einem Datenträger. So, wir bedanken uns fürs Zusehen. Wir sehen uns zu einem ganz regulären Urbex-Video am Freitag um 15 Uhr. Und ich sehe euch im Wahllokal am 26. Mai. Ciao. Wenn ihr noch mal wissen wollt, warum ihr CDU und SPD nicht wählen sollt, die machen uns möglicherweise mit Upload-Filtern das Internet so kaputt, wie diese Fabrik hier jetzt kaputt geht, weil das Dach fehlt. Ja, und da gibt es ein Projekt Neuanfang, das werde ich euch mal verlinken. Da könnt ihr mal vorbeischauen, da findet ihr eine Informationsseite, wo nochmal aufgelistet ist, warum man gegen Upload-Filter sein sollte und warum man eben nicht CDU und SPD wählen sollte. Ja. Und ja, möglicherweise gehen wir da auch nochmal demonstrieren, um an für ein freies Internet zu appellieren. Am 25. Mai wird es dann möglicherweise noch Demos geben, also einen Tag vor der Europawahl. Bin ich gespannt, ob es dazu kommen wird. Ja, auf jeden Fall informiert euch da bei dem Projekt. Da könnt ihr nämlich mal gucken, was andere Parteien zu Upload-Filtern sagen. Auch da ist da was zu geschrieben. Also alle Parteien, die gegen Upload-Filter sind, findet ihr auf dieser Seite, Projekt Neuanfang. Und wenn das euer Top-Thema ist, dann könnt ihr euch das vielleicht bei eurer Wahlentscheidung helfen. Denn rein theoretisch, aber wahrscheinlich ist sowas so noch nicht vorgekommen, könnte natürlich ein neues europäisches Parlament sich jetzt wieder dafür einsetzen, dass die Richtlinie nochmal aufgehoben, also nicht komplett aufgehoben, aber geändert wird. Wäre ja auch mal was, ja. Man könnte ja vielleicht diesen Artikel 17 nochmal neu machen. Also mit den richtigen Parteien im richtigen Parlament kann sowas schon mal klappen.